Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession auf der Flucht. Und der letzte Speicherpunkt ist Ewigkeiten her. Ich hoffe, wir dürfen nicht sterben. Ansonsten habe ich keine Lust auf das Spiel, glaube ich. Auch wenn es so geil ist. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby und ja, wir machen weiter. Wer wissen will, was los war, bitte den vorherigen Teil gucken, davor den Teil und davor den Teil. Bis zum letzten Speicherpunkt halt eben und das ist eine Weile her. Ja, wir dürfen nicht sterben, sonst fangen wir nämlich so weit hinten wieder an. Wir gehen jetzt mal einfach weiter. Okay. Die verborgene Stadt. Wir sind wieder zurück. Scheinbar. So, vergessen haben wir nichts, aber uns fehlen von diesen... Von dieser eine Hauptaufgabe fehlen uns zwei... Na, wo haben wir es denn? Hier schon? Gibt es hier unten auch Abbilder? Warum ist der Stern hier? Ich habe hier drin erst damit angefangen. Ja gut, okay. Wenn ich die zwei sammle, gut, dann muss ich wieder hier durchgehen, um hier wieder zum Lager zu können. Um wieder Schnellreisen machen zu können, weil hier komme ich ja nicht mehr. Aber ich muss ja immerhin nicht mehr hier dann durch. Wie gab es ein Lager? Wieso habe ich das Lager da nicht gesehen gehabt? Boah, hätte ich das gewusst, dann hätte ich keine Angst gehabt, ey. Dann hätte ich nur einmal hier in das Lager gehen müssen und ich hätte, ja, ruhig sterben können und ich hätte hier wieder angefangen. Boah, meine Fresse, nee. Sagt mir ja keiner, dass da ein Lager war. Endlich. Geschafft. Ich hoffe es doch. Ein Fähigkeitspunkt. Da hätte ich erst gewusst, dass es da ein Lager gibt. Oder gab. Jetzt habe ich noch mehr Angst zu sterben, weil ich dann noch weiter hinten anfangen sollte und muss wieder als eigentlich hätte sein müssen. So, wenn ihr im Hintergrund komische Geräusche hört, das ist meine Waschmaschine. Ich muss die anlassen. Ich musste die anmachen. Beziehungsweise, ich muss die Tür auflassen, weil mein Kater nämlich eventuell mal aufs Klo muss. Und das Katzenklo ist im Bad. Da kann ich die Tür jetzt nicht zumachen. Die war jetzt schon die ganze Zeit zu, wegen der Wäsche. Und ich habe jetzt eine neue Wäsche angemacht. Jetzt muss die Tür natürlich auch offen bleiben. Na super, und natürlich klettern. Darin, wo ich so gut bin mit Sterben. Was haben wir hier? Ich höre Fliegen. Na? Hast doch gar nicht zugenommen, Lehrer. Das Gesicht ist nicht wieder zu erkennen. Oh, Kletterausrüstung. So lange scheint er ja wohl noch nicht tot zu sein.
Neue Ausrüstung erhalten. Überhangsteigsel oder wie auch immer. Ich will speichern. Einfach nur speichern. Oh mein Gott, ey. Los geht's. Warum willst du alles seitlich gehen? Hör auf damit. Geht doch. Oh mein Gott. Ich habe schon Bauchschmerzen, ey. Ich habe extra jetzt einen Tee gemacht für meinen Bauch. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit so angespannt bin. Man sieht mich ja gar nicht. Wenn ich oben bin, sieht man mich wieder. Okay. Neue Höhenerrungenschaft freigeschaltet. Oh, wie gesagt, ich habe mir jetzt hier schon Tee gemacht, weil ich Bauchschmerzen krieg. Oh. Ich bin so froh, wenn ich speichern kann. War hier ein Überlebenskram? Mann, hier gibt's einfach nichts zum Speichern, ey. Scheiße. Nee, die lässt plötzlich einfach so los, ey. Seitwärtssprung, Überhang, alles klar. Wenn ich hüpfe, hüpfe ich eigentlich runter und nicht dann zur Seite. Oh, ihr seid so verrückt, seid ihr. Also hüpfen und eh, wie immer. Oh mein Gott, ey. Das gleiche noch einmal. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich wirklich sterben würde. Eins. Zwei. Und hüpf. Ja. Ja. Ich will, dass es endlich fertig ist. Aber nicht mit dem Tod. Dann mit einem Speicherpunkt, bitte. Hä? Was? Wie? Da hoch. Okay. Jetzt schon? Das ist auch noch so weit. Ich kann aber nicht weiter nach links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Oh. Wie weit ist es noch?
Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Och Gott, ey, ist er doch verrückt. Unfassbar, nee. Oh nein, 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 nein. Ich krieg noch ein Herz, Kasper. Immer noch nicht fertig, oder was? Wasser. Oh, falsch. Das da wollte ich eigentlich. Piranhas. Da krieg ich schon wieder einen zu viel. Ich krieg echt einen zu viel hier. Wo muss ich überhaupt lang? Irgendwo hinter mich. Da wohl. Ich habe keine Ahnung, ob es hier nochmal Piranhas gibt. Hier gibt es ja hoffentlich nichts zum Suchen. Hallo, nicht hängen bleiben. Weitergehen. Ah! Die verborgene Stadt. Das klingt schon mal gut. Ja. Oh mein Gott. Ihr könnt mich alle mal... Oh. Erstmal wieder meine Waffen verstecken. Ich habe es geschafft. Ach, umgezogen habe ich mich auch gleich. Die Rebellion lebt. Zu Unuratus zu Hause zurückkehren. Speichern, speichern. Oh, du meine Güte. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Ich muss gerade noch meinen Tee ausdrücken. Den ich mir gemacht habe wegen meinen Bauchschmerzen. So, 4 Fähigkeitspunkte. Ich hab's geschafft, ich hab's überlebt, ey. Unfassbar. Was bringt mir diese Ausschaltenkette? Keine Ahnung. Konzentrationsfansen halten länger. Konzentrationszeit beim Ziehen. So. Inventar.
Okay, habt nichts zum Verbessern. Und es hat gespeichert. Ah. Bin ich froh. Jetzt habe ich meinen... Okay. So. Da es jetzt gespeichert ist, mache ich wieder schnell reisen. Oh mein Gott, wo wir hier über waren, ey. So, ich möchte jetzt wissen, ob hier wirklich... Ob es wirklich hier... Dings gibt. Die letzten zwei Statuen zum Runterreisen, ey. Da muss ich nur überleben. Aber immerhin muss ich den ganzen Rest nicht mehr machen. Komme ich hier hoch? Nee, also dahin kommen wir schon mal gar nicht mehr. Okay, schauen wir mal, ob wir diese Statue hier finden. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte hier schon geguckt, aber irgendwie anscheinend wohl doch nicht. Okay, ich sehe hier zumindest sowas nicht. Dann hüpfen wir nochmal hier runter. Das ist unglaublich. Tatsächlich, da oben sehe ich schon mal eins. So, 4 von 5. Bestimmt hier noch auf der anderen Seite irgendwo. Auch wenn ich es hier nicht sehe. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt schon. Ja, jetzt muss ich wohl doch nochmal hierher. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich nochmal hierher muss. Jetzt bin ich doch nochmal hier. Okay.
Hier ist aber komischerweise sonst nichts mehr. Unter Wasser kann sowas natürlich überhaupt nicht sein. Es muss ja irgendwo sein, wo ich dann aus dem Wasser raus kann, um zu schießen. Ansonsten wird es ja gar nicht funktionieren. Aber hier ist tatsächlich sonst nichts mehr. Ein Wimmelbildspiel so gesehen. Schwimmen, gucken, schwimmen, gucken. Na gut, hier auf der rechten Seite kann eigentlich an sich nichts sein, weil ich hier rechts nirgendwo stehen kann, um dorthin schießen zu können. Ne, da ist ja alles zu. Die scheinen sonst weiter aber nichts mehr zu sein. Ich meine, wir müssen jetzt eh wieder zum nächsten Lager. Dann müssen wir also hier drin nochmal nachgucken. Dann haben wir hier tatsächlich irgendwo eins übersehen. Gehen hier nochmal nach rechts. Hier konnte man hier auch nochmal raus. Hier hatte ich zwar geschafft. Hätte ich zwar jetzt schon nachgeschaut gehabt, aber ich habe hier nichts gesehen, nichts gefunden. Hier gibt es auch nichts außer nacktes Fels. Kann ich sonst noch irgendwo auftauchen? Hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Also unter Wasser natürlich kann es nicht sein. Unter Wasser kann ich ja nicht ziehen oder schießen oder sonst was. Hier raus können wir nicht. Erst nochmal Luft holen gehen. Ich weiß, wir sind schon über die Aufnahmezeit. Guck mal, hier kann man auch rausgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon rausgegangen war. Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich hatte ich hier auch nachgeschaut. Es ist seltsam. Wo soll das sein? Ich habe hier drin wirklich überall eigentlich geschaut. Oder kann man von hier aus so gesehen im Wasser etwas umnieten?
falls sie was reißen. Ich will nochmal gucken, wo es links rum ging. Achso, da bin ich wieder da. Okay. Hallo. Tauchen. Genau. Ah, bestimmt da, wo wir mit der Schrotflinte reinschießen mussten, da. Das, also, sonst kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, wo das sein soll. Das ist die einzige Stelle, wo ich in der Höhle noch nicht geguckt hatte. Konnte ich ja noch nicht gucken, weil ich ja noch keine Schrotflinte hatte. Okay, schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Scheißding wirklich dort ist. Ansonsten hätte ich wirklich keine Ahnung. Und ich hoffe, ich kann schnell Reis wieder hier raus machen. Nicht, dass ich hier wirklich nochmal komplett einmal durch muss. Ich weiß, wir sind schon über der Aufnahmezeit, aber das will ich jetzt echt noch erledigen. Sicherheitshalber nochmal nach hinten gucken. Aber ich sehe hier nichts. Wir sind ja jetzt schon jeden Moment da. Da geht schon zum Herausforderungsgrab. Trotzdem nochmal sicherheitshalber herumgucken. Sah gerade, als würde da so eine riesige Statue sitzen, ne? Sah gerade so aus. So, und wehe, das ist nicht hier da dahinter. Es ist tatsächlich nicht hier. Das ist doch wohl nicht wahr, oder? Wie komme ich nur wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin? Nee, ey, das darf doch nicht wahr sein. Nur wegen einem scheiß Stück Jade? Meinst du, mehr Herausforderungsgrab gab es sowas? Ich habe da eigentlich auch überall nachgeguckt, aber nichts gesehen. Okay, wir sind jetzt bei 30 Minuten. Also hier ist jetzt auf jeden Fall Stopp. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Ich will endlich das letzte Stück hier noch finden. Und ja,
dann geht's natürlich weiter. Das war Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession mit einem... mittendrin. Weil wir es dann endlich doch zu Glück geschafft haben, mitspeichern dann sogar. Oh. Und, ja, jetzt sind wir auf der Suche nach den letzten Denkmal oder was auch immer, wieder runterreißen müssen hier in der Cenote. Und ich hoffe, wir finden das noch. Und dann machen wir weiter. Ich bin von Nöhe, Gameplays als Hobby. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen oben. Und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. Vergesst kein Abo abzugeben bei mir. Also, mich zu abonnieren, so rum. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Teil wieder. Beziehungsweise bei anderen Let's Plays von mir. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch.